Eigentlich sollte nur die Schwere der Infektionszahlen, also der Inzidenz, nicht mehr für weitere Corona-Maßnahmen zählen. Doch nun stehen plötzlich auch noch andere geplante Maßnahmen an der Tagesordnung. Laut aktuellen Medienberichten plant die GroKo ein Gesetz, das es erlaubt, dass Ungeimpfte in Praxen und Heimen keinen Job mehr bekommen oder sogar versetzt werden können. Laut aktuellen Angaben soll an dem heutigen Freitag der Ausschuss für diesen Entwurf zustimmen, in den nächsten Wochen dann sogar der Bundestag. In bestimmten Einrichtungen sollen Arbeitgeber so in der Lage sein, den Impfstatus eines Angestellten abzufragen. Weiter heißt es, der gegenwärtige Impfstatus darf über die, Zitat, Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung entscheiden. Einfach ausgedrückt könnte das heißen, dass Ungeimpfte keinen Job mehr erhalten und in manchen Fällen sogar gefeuert werden können. In der Bevölkerung stößt diese mögliche Änderung auf sehr viel Gegenwind. Es wird von einer Impfpflicht durch die Hintertür geredet.